Lass ihn noch mal eins drauflegen. Ja, ja, genau. Das will ich sehen. Oh. Ja, ey, ihr müsst das sehen, Alter. Ihr müsst das sehen. Yeah. It's a problem. I know that you can give your best. Have you ever had a dream? All it sounds is a trip. A trip with all chances. Kids. Wie ist dein Name? Dankeschön, mein Name ist Joshua. Joshua. Wie alt bist du? 15. 15. Wie lange spielst du noch Schlagzeug? Seitdem ich 3 Jahre alt bin. Drei Jahre alt? Okay, und wie kommt man dazu, Schlagzeug zu spielen und gleichzeitig zu singen? Ja, ich habe das von meinem Vater halt irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Der spielt auch Schlagzeug und singt, oder wie? Ja. Sag, wie stolz ist der Papa? Wie stolz ich bin? Ja, so? So? Spielst du in der Band auch? Ich spiele in einer Band namens Pure Zillion. Pure Zillion, alles klar. Genau. Das ist dann auch dieser Style von Musik dann auch wahrscheinlich. Ja, ne? Das ist so Rockmusik, auch eigenes. Und bist du da Drummer und Leadsänger? Ich bin der Leadsänger und auch Drummer. Das ist ja geil, wir haben einen Phil Collins gefunden. Ja. Ich habe gehört, dass du selber spielst. Ich finde den Song geil. Ich finde überhaupt, ne, bin ich so ein bisschen natürlich auch als Bandmädchen da zu Hause, was die Mucke angeht. Ich hätte nicht gebuzzert, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass der Gesang irgendwie auch steady am Start ist. Ne? Also ich finde, du hast das echt genagelt, die Nummer ist nicht leicht. Und du hast trotzdem die Power. Ich hätte voll Bock. Wenn du in mein Team kommst, du wärst hier super gut aufgehoben. Ich kann so einen Rocker wie dich echt gut gebrauchen. Finde ich mega geil, dass du hier Find's bist. Cool. Auf jeden Fall. Nee, Joshua, wo willst du denn hin? Was erwartest du von der Show? Also ich erwarte, dass ich irgendwie meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und auf der einen Seite dachte ich mir so, Silbermond ist eine coole Band und so. Aber Stefanie ist manchmal ein bisschen die Rede zu viel. Aber dann gibt es auch Fanta 4, absolut. Ja. Legenden, sag ich mal. Ah, das höre ich aber gern. Ja, ich habe auch ein bisschen, wenn ich dich unterbrechen dürfte, Joshua, das macht man nicht, aber weil die Stefanie immer diese Bandkarte zieht, ne? Und immer so tut, als ob sie die Einzige mit der Band wäre. Aber wir halten jetzt seit über 30 Jahren als Band zusammen. Das stimmt. Ne? Da stehen wir wohl Stefanie in keinem Deut nach. Deswegen möchte ich hier nicht so sang- und klanglos Mrs. Super-Duper Rockwoman das Feld überlassen. Wow. Ich würde ja gerne mal, darf ich das mal spielen? Sag mal hallo. Ich gehe mal hin, bis mich einer stoppt. Bis Mudo sich hingesetzt hat, will ich noch mal ganz kurz sagen, ey Joshua, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal den Punkt geschafft, dass man mit einem Vierer-Buzzer, das kannst du in 20 Jahren noch den Kindern zeigen, in 100 Jahren. Und vor allem ist es für Pure Zillion auch richtig geil und die perfekte Werbung. Also ich hoffe, dass eure Band hierdurch eine riesengroße Popularität erreicht. Ich hätte gern gerappt. Richtig geil. Ja, okay. Hallo Thomas, hallo, alles klar? Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss jetzt... Hey, Moment, was geht? Ich sag's dir ganz
Sachen drehen. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, ich hab mir ganz gut gefallen. Am Samstag in der Diskothek ließ ich die Korken knallen. Sie stand dann so dabei, wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen und sie hat sich so verhalten. Wir gingen mal ins Kino, hatten auch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ja, gehört ihr wohl dazu. Ich hab den Text vergessen, auch das ist mir scheißegal. Denn jetzt kommt der Chorus und der wird anders mal. Joshua. Yeah, jetzt ist er die Vater. Geil. Ich könnte die ganze Nacht. Aber wir können uns, ich glaube, wir können uns da gegenseitig helfen, auch in dieser Show. Auf jeden Fall. Du hilfst ein bisschen mit dem Rhythmusgefühl, was, Nodo? Und wir machen richtig einher in dieser Show. Right? Geil. Joshua. Ja. Wir haben eine gute Zeit hier und du bist mit dabei. Ich würde dich gern begleiten, ich bleib dir treu. Und kommen schlechte Zeiten, dann bin ich auch dabei. Ich will dich gern begleiten, ich bleib dir treu. Joy, so joy. Hey, hör mal. Joy, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Joy, so joy. Team Steff ist dir treu. Ey, ich biete dir an, wenn ich auf diesen Buzzer drücke, Joshua, dann meine ich das auch so. Ich würde mich total freuen, wenn du zu mir kommst und dann kannst du auch hinter deinem Drumset sitzen und da fett singen. Ey, das ist dein Ding, darauf habe ich Bock. Würde ich mich das freuen. Ist doch... Oh Mann. Also sie geben sich wirklich Mühe. Pass auf, 4 Teams. 4 Meinungen. Also wenn du vielleicht eine Entscheidung schon treffen kannst, dann lass es uns wissen. Also erstens... Mal, me gusta español. Te gusta? Joder, und, bien. Und, mega. Aber ich meine, die Musik ist jetzt nicht wirklich meins, deswegen habe ich eher so zu... Hab ich jetzt gar nicht gedacht. Panther 2, 4 tendiert und Steffi. Vincent Weiß finde ich auch klasse Musik sein, ist ein super Titel. Dankeschön. Aber so die engere Auswahl war so hier das Zentrum. Haben wir schon gespürt. Ja. Also Bauchgefühl dachte ich eher Steffi, aber... Gehirn sagt dir Fanta. Aber so dieses abgedrehte, so geisteskranke, gehe ich zu Fanta 4. Was, du gehst zu dem? Das geisteskranke Weltgeisteskranke. Ich hab noch was für dich. Ich liebe diesen Jungen. Unfassbar. Backpack und Bandana für unsere gemeinsame Reise. Ne? Schön, dass du bei uns bist, Joshua. High five! Das geisteskranke, abgedrehte.